Wir erleben ja jetzt schon, vor unseren Augen spielt sich ja an diesen Fakten schon ein Szenario ab, das Zeichen, deutliche Zeichen hat von einer Weltregierung. Sie haben mehrfach davon gesprochen, dass eine Weltdiktatur drohe, jetzt im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Gibt es dafür Beweise? Ja, es gibt keine handfesten Beweise, weil wenn eine Weltdiktatur im Gange ist, die werden ja so clever sein, dass die auch keine Beweise liefern. Das ist ja klar, sonst wären sie ja sehr naiv. Und das sind ja um eine Weltdiktatur, das müssen ja die also wirklich ich würde sagen, Genies an sein, die ihre Pläne auch soweit möglichst auch geheim halten oder zumindest nicht so klar zum Ausdruck bringen. Sonst würde man sie ja von vornherein entlarven. Und das würden die ja nicht machen. Das ist die Klugheit des Fleisches, wie der heilige Paulus nennt, die Klugheit des Fleisches. Das ist die Klugheit des Teufels. Und er hat seine Macht auch so eine gewisse geniale Strategie zu machen. Das ist einfach ein Faktum von der Tatsache. Nun konkret können wir natürlich, gibt es feste Indizien, Hinweise, dass es in Richtung einer Weltdiktatur geht. Auch teilweise Aussagen von manchen Persönlichkeiten, die in der Politik oder in manchen Kreisen schon zu hören waren. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau den Namen, aber das kann man nachforschen. Ich habe das vor einigen Monaten gelesen, da hat ein Mann, eine Persönlichkeit gesagt, vor ungefähr 5 Jahren, und das wurde in einer Zeitung gedruckt, diese Aussage, und das kann man, wenn man nachforscht, kann man das finden, sinngemäß, also so ungefähr, es braucht eine Epidemie, um eine neue Weltregierung zu etablieren. Nun, wenn das schon vor einigen Jahren gesagt wurde von einflussreichen Leuten, dann sehen wir das jetzt, dass die ganze Menschheit jetzt praktisch einheitlich wie kleine Kinder behandelt werden und gemaßregelt werden, bis in die kleinsten Vorschriften, wie man sich kleiden muss, das Gesichtsmaske, wie man sich bewegen darf, wie man Abstand halten auf der ganzen Globus. Und zwar einheitlich, auf der gleichen Weise, überall gleichgeschrieben, wie viel Abstand man halten muss und so weiter, in den Schulen und so weiter. Wir erleben ja jetzt schon, vor unseren Augen spielt sich ja an diesen Fakten schon ein Szenario ab, das Zeichen, deutliche Zeichen hat von einer Weltregierung. Und das sind zumindest doch sehr klare Hinweise, die man nicht leugnen kann. Sonst machen wir Vogelstrauß-Politik und dann unseren Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, das ist alles Verschwörungstheorie, wenn es vor unseren Augen abläuft. Aber das haben natürlich auch vor allem die Freimaurerei hat ja immer auch behauptet, auch in ihren Aussagen, dass die eine erstreben, dass die ganze Menschheit irgendwie einheitlich wird. Und zwar durch die 3 Losungen, die bekannt sind: Fraternité, Liberté, Égalité. Das heißt Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit. Aber das muss natürlich dann global sein, das ist ja logisch. Nicht nur auf Frankreich bezogen, wo es damals verkündet worden ist. Und dass man überall eine Gleichheit hat, ja, welche Gleichheit? Dass alle Menschen gleich sind. Das, jetzt sehen wir zumindest äußerlich alle Menschen gleich aus mit der Gesichtsmaske auf der ganzen Welt. Zumindest ist das ein äußeres Zeichen schon. Dann Freiheit ist natürlich für die Freimaurer die Freiheit letztlich von Gott und von seinen Geboten, dass wir völlig frei sind und selber uns bestimmen können. Und das läuft vor unseren Augen ab. Die völlige Abfall vom natürlichen Sittengesetz schon, vom gesunden Menschenverstand
und natürlich auch von den Geboten Gottes erst recht. Und dann die Brüderlichkeit. Welche Brüderlichkeit? Dass alle Brüder sind, verkünden ja die freimaurerischen Bewegungen, haben sie auch immer verkündet. Zunächst mal zu verkünden, dass die Gleichheit aller Religionen, das ist das Grunddogma aller freimaurerischen Gruppierungen und Bewegungen gewesen und ist. Das heißt, die Gleichheit aller Religionen. Und in diesem Sinne sind alle, im religiösen Sinne wollen sie, dass alle Brüder sind. Streng genommen sind natürlich nur diejenigen Brüder, die da Mitglieder sind in diesen Bewegungen. Aber dass man die ganze Menschheit reduziert, wieder zurückstuft auf die einfache Naturebene, dass wir Brüder sind nur dem Fleische nach, dem Blut, Fleisch und Blut. Und nicht mehr, was das Christentum gebracht hat, Brüder in Christus, Kinder in Gott, das nur möglich ist, wenn wir nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Mannes geboren sind, sondern aus Gott geboren sind, in Christus. Und das ist die wahre, das ist der wahre Unterschied. Und somit kommen wir in eine Situation, wo wir als Christen wieder eine Minderheit sein werden. Und unsere Überzeugung auch weitergeben müssen, verkünden müssen, bekennen müssen.